Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing. Und zwar geht es heute um das grüne Blut der Dämonen. Den habe ich beim Verleihshop bestellt für 29,99 im Mediabook. Und hier behandelt es sich anscheinend um eine neue, also quasi, es gab diesen Film schon mal als Mediabook, der war aber quasi schon ausverkauft. Und jetzt haben sie wohl das mit diesem Cover, also mit Cover B, jetzt nochmal veröffentlicht. Und da es einer der Filme ist, die ich mir früher immer gerne auf DVD kaufen wollte, aber irgendwie verpasst habe, habe ich jetzt zugeschlagen. Genau, der kam gerade mit dem lieben Postmann an, der mir den überreicht. Und dann dachte ich mir, packe ich den auch gleich mal aus. Und genau, von Hammer, so ein schöner alter Horror-Sci-Fi-Film. Bin ich mal wirklich gespannt. Genau, packen wir mal aus. Hier ist der Flatschen, aber ich habe ja schon gesehen, dass es quasi nur so ein Inlay ist. Also man kann es wahrscheinlich nur so eine Karte, die drüber gelegt ist, Gott sei Dank. Sonst wäre es dann direkt wieder kaputt gegangen. Aber ich denke mal, wo Anodes draufsteht, die wissen dann auch, dass da das Sammler natürlich kaufen. Und hier hat man schon sehr schön. Ah, ein bisschen Werbung. Ah, Schock, genau, den finde ich auch sehr gut. Den habe ich, ich weiß nicht, ob ich den auf Blu-ray habe. Oder nur auf DVD, aber es ist ein sehr cooler Film. Den kenne ich noch nicht. Ah ja, Peter Cushing. Sehr geil. Sehr cool. Ich mag halt so alte Filme, alte Horrorfilme. Sehr geil. Eine sehr coole Stimmung immer. Sehr, sehr cool. So, hier haben wir noch das Cover. Genau, das ist quasi das gleiche. Nur ohne das hässliche Logo. Den FSK-Flatschen. Genau, quasi da. Ist, ich würde jetzt mal sagen, matt. Genau. Also eine leichte Struktur irgendwie. Also es ist nicht so glatt, sondern irgendwie so eine leichte Struktur. Fühlt sich dadurch, finde ich, sehr wertig an. Mit den Spine. Und hier nochmal, wie eben, nochmal die Rückseite. Genau, das ist das Bildformat. Ich glaube, das ist das hoffentlich das Originale. 1,66 zu 1. Das ist fast schon 4 zu 3. Obwohl, er ist noch ein bisschen weiter weg davon, aber das ist schon sehr nicht so breit. Bei klassisch ist, glaube ich, immer 1,78, glaube ich. Genau, so machen wir mal schön auf. Sehr geil. Cool, okay. Hier man keine. Also eine Disc anscheinend nur. Hier quasi im gleichen Bild drauf. Sehr cool. Das sind dann schon die Aliens. Ich springe mal gleich mal nach hinten. Cool, okay. Sehr cool. Und hier haben wir dann die DVD. In einem schönen bunten Design. Genau, hinten ist es schwarz, nichts drunter. Und es ist auch viel Platz, lustigerweise, dazwischen. Ist richtig, sogar hier. Man kann echt nichts verkratzen, das ist wieder sehr schön, aber macht, denke ich mal, das Mediabook auch einfach dicker, als es eigentlich sein müsste. Okay. So, dann geht's mal weiter. Sieht auch sehr cool aus. Genau, hier mal quasi nochmal die Beteiligten, Besetzungen, deutsche Sprecher auch. Quartermass. Den liegen aus der U-Bahn-Schacht. Okay, das ist ja cool. Das sind schon sehr coole Hintergrundinfos. Erich von Däniken wahrscheinlich. Von der Titanic in den Weltraum. Auch nicht schlecht. Ah ja. The Pit. Genau, das ist, glaube ich, eine Art Trilogie, glaube ich sogar. Ne? Ich glaube. Schock ist der erste Teil und dann ist, glaube ich, der Teil der dritte, glaube ich. Bin gerade nicht so sicher. Ich bin da gerade so ein bisschen unvorbereitet. Aber das waren halt so diese Filme, die ich früher im Umliegen kaufen wollte, aber die waren dann irgendwie so teuer. Ich glaube, das ist schon so 15 Jahre her oder so, glaube ich. Und dann habe ich mir die einfach nicht mehr geholt. Sehr cool. So ein schönes, finde ich, Bild- und Textverhältnis.
Leute nicht gleich so erschlagen vom Text. Boah, krass. Ich hab Bock auf den Film. Sehr cool. Und das war's schon. Okay, genau, das ist dein Quartermess. Cool. Ja. Sieht cool aus. Wurde anscheinend etwas dicker gemacht, als es hätte sein müssen, also weil nur eine Disc drin ist. Ne? Sieht es ein bisschen strange aus, aber ich finde sehr schick und sieht in der Sammlung auf jeden Fall sehr cool und wertig aus. Was sagt ihr dazu? Findet ihr die irgendwie cool oder nicht so cool? Mögt ihr das Pink? Ist schon ein bisschen extravagant, aber passt halt zum Film. Denke ich mal, ist sehr, ist auch, glaube ich, originales Cover. Kennt ihr die? Kennt ihr Schock? Den Film Schock? Den kann ich echt empfehlen, wenn man halt auf so Science-Fiction-Horror-Sachen steht. Der ist echt cool. Da geht es halt um Astronauten, die quasi von der Erde wiederkommen und einer ist krank und verwandelt sich in so ein Monster. Das ist echt, der ist echt cool gemacht. Schwarz-Weiß, eine sehr schöne Atmosphäre. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.